Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir debattieren heute über die vorliegenden Anträge der Opposition zum Hochschulpakt. Dass dieser Pakt in der derzeitigen Situation verlängert werden soll, darüber besteht, glaube ich, Einigkeit. Strittig ist allerdings die Frage, wie das geschehen soll. Die Grünen wollen eine Dauerzusatzfinanzierung der Hochschulen durch den Bund, die sich automatisch jedes Jahr um 3% erhöhen soll. Die Linken wollen das auch, aber fordern noch 80.000 zusätzliche Studienplätze für Flüchtlinge, einschließlich weiterer Mittel für deren psychosoziale Beratung, so heißt es in ihrem Antrag. Die FDP will auch eine Verstetigung des Paktes, aber keine automatische Erhöhung. Und die Ministerin ist heute nicht da, soll eine Dynamisierung, also automatische Erhöhung der Mittel, brüsk abgelehnt haben, wie der Tagesspiegel berichtete. Es wird Sie vielleicht überraschen, lieber Herr Kollege Gehring, an dieser Stelle, dass wir die Ministerin ausdrücklich unterstützen. Wir gehen sogar noch weiter und meinen, dass der Bund sich aus der Grundfinanzierung der Hochschulen allmählich wieder zurückziehen sollte. Vielmehr muss die Finanzordnung zwischen Bund und Ländern so geregelt werden, dass die Länder ihre Hochschulen wieder selbst finanzieren können. Und ab 2020 erhalten sie ja auch fast 10 Milliarden Euro mehr vom Bund. Bevor wir über die Art und Weise der Fortführung des Hochschulpaktes entscheiden, lohnt ein Blick zurück auf die bisherige Entwicklung. Der Hochschulpakt war eine Reaktion bekanntlich auf die doppelten Abiturjahrgänge und auf die Einführung von G8 und den Wegfall der Wehrpflicht. Beides war übrigens ein historischer Fehler. Trotz eines enormen Mitteleinsatzes, die Zahlen wurden genannt, haben sich seit 2007 die Grundmittel pro Student von Jahr zu Jahr reduziert. 2006 betrugen sie noch 7.700 Euro pro Student und Jahr, 2015 dann nur noch 6.600 Euro trotz des Hochschulpaktes. Eine Erfolgsgeschichte, meine Damen und Herren, ist das bestimmt nicht. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich das ganze Elend an unseren Hochschulen. Schlechte Betreuungsverhältnisse, schlechte Lehr- und Lernbedingungen und im internationalen Vergleich nur mittelmäßige Ergebnisse. Auf eine deutsche Universität mit Weltrang, meine Damen und Herren, warten wir sehnsüchtig. Mit einer bloßen Fortschreibung des Hochschulpaktes wird sich an dieser Situation auch nichts ändern, weil Sie sich alle hier miteinander vor dem Kern des Problems drücken. An den Universitäten halten sich viel zu viele junge Menschen auf, die dort gar nicht hingehören. Im Jahr 2017 hatten wir 365.000 Lehrlinge im Handwerk, aber 2.845.000 Studenten. Und von dieser enormen Zahl von Studenten bricht fast jeder im Verlaufe des Studiums sein Studium ab, ohne um zu einem Abschluss zu kommen. Meine Damen und Herren, das ist aus unserer Sicht eine gigantische Steuerverschwendung, die wir dringend beenden müssen. Wir haben dazu. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kai Gehring. Sehr gerne. Also Entschuldigung, Herr Kollege, das war jetzt so wir, dass ich noch mal nachfragen möchte. Ich helfe Ihnen gerne. Ja. Sie haben gesagt, da gehören viele nicht hin. Jetzt wüssten wir von Ihnen mal gerne, wer der Studierenden gehört denn nicht an eine Hochschule, wenn das Hochschulzugangsberechtigte sind, die entsprechend hier auch die Eingangstests, die Zugangsvoraussetzungen etc. haben. Welche Gruppe wollen Sie denn weg von der Uni haben, wo wir eigentlich sehr klar sagen, es muss ein durchlässiges, es muss ein inklusives Hochschulsystem geben. Und Sie scheinen ja offensichtlich hier ein Bildungskastensystem haben zu wollen, dass Arbeiterkinder immer Arbeiterkinder bleiben und Elite immer Elite. Also sagen Sie mal hier sehr klar, wer gehört denn da nicht hin? Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege Gehring. Die lässt sich ganz einfach beantworten. Sie waren noch nicht fertig? Ja, Sie haben auch gesagt, dass jetzt höre ich nichts. Sie haben auch gesagt, alle würden Ihr Studium mal abbrechen. Sie haben gesagt, alle würden Ihr Studium mal abbrechen. Fast jeder dritte Student bricht sein Studium ab. Ach, jeder dritte. Auch richtig. Diese Zahl ist aber falsch und fake. Kollege, wir waren hier und das finde ich wichtig, auch festzuhalten. Sie stellen eine Frage, die wird beantwortet. Vielen Dank für den Belehrungsversuch. Sie können diese Zahl gerne im Faktencheck danach prüfen. Fast jeder dritte bricht sein Studium ab. Und gerade deshalb sagen wir, weil diese Abbrecherquote so hoch ist, dann brauchen wir doch bessere Steuerungsmechanismen. Ich komme noch gleich dazu, welche das sind. Zusätzlich zum Abitur haben wir noch weitere Vorschläge. Und dazu komme ich jetzt gleich, welche das sein können. Wir stehen nämlich ein
für Eignungsprüfung zusätzlich zum Abitur, weil das Abitur nämlich aufgrund der linken Bildungspolitik in vielen Bundesländern leider nichts mehr wert ist und keine Steuerungsmechanismen mehr entfaltet. Die Kapazitätsverordnung an den Hochschulen zwingt die Hochschulen, immer mehr Studenten aufzunehmen. Und davon müssen wir wegkommen, denn die Qualität kann ja so gar nicht erhöht werden. Also da müssen wir dringend ran. Die FDP hat das auch erkannt, Sie nicht. Wir brauchen eine bessere Beratung und stärkere Berufsorientierung. Und schließlich darf auch die Einführung von Studiengebühren, noch ein Aufreger für Sie, kein Tabu sein, insbesondere für Studenten aus dem Ausland. Fazit: Wer Qualität will, liebe Kollegen, muss sich vom Sozialismus verabschieden. Die Uni für alle bringt keine bessere Qualität. Davon müssen wir weg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Dr. Wiebke Esther, SPD-Fraktion.